Geister an. Gott, wir loben dich. Gott, wir preisen dich. O lass im Hause dein uns all geborgen sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns als seine Boten aussendet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid alle willkommen geheißen zu unserer Abendmesse. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Wir sind noch in diesem einen Monat, außerordentlichen Monat der Weltmission, wie Papst Franziskus ihn ausgerufen hat, und in der Woche nach dem Weltmissionssonntag. Und da trifft sich's gut, dass wir heute einen großen Missionar feiern mit der Kirche, den heiligen Johannes von Capestrano, dem größten Wanderprediger seines Jahrhunderts, 1386 in Aquila geboren, war er zuerst Richter und wurde dann Franziskaner, Mönch und Wanderprediger. Er kam von Italien über Deutschland, Böhmen, Mähren, auch nach Österreich, auch nach Polen, und er führte die Scharen wieder zum Glauben zurück, führte sie auch in die Versöhnung, in die Beichte, in einem Jahrhundert, das geprägt war von den Hussitenkämpfen und der Türkengefahr für Europa, hat er den Menschen Mut gemacht, die Verzagten zum Einsatz gegen die Bedrohung aus dem Osten auch aufgefordert. Er ist verantwortlich für die Rettung von Belgrad 1456, und er hat die Streitenden zur Versöhnung geführt. So ist es von ihm berichtet. Bitten wir ihn als einen Fürbitter für unsere Zeit, für unsere Herausforderungen und Bedrohungen, dass wir im Glauben an Jesus, im Glauben an den ewigen Gott, inneren Frieden finden und Versöhnungsbereitschaft in der Welt. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast den heiligen Johannes von Capestrano berufen, die Christenheit in Angst und Not zu ermutigen. Lass die Kirche auch heute deinen Schutz erfahren und schenke ihr allezeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den,
der für sie starb und auferweckt wurde. Also schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein, auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben. Jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er ein neuer Schöpfer. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten in Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. Herr, dich preisen wir, auf dich bauen wir. Lass fest auf diesem Grund und stehen zu aller Stund. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Seid wachsam und haltet euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus: Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch all die anderen? Der Herr antwortete: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wenn man viel anvertraut hat,
von dem wird man umso mehr verlangen. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Kinder, die ihr heute auch da seid, bei Jesus in seiner Schule lernen wir immer was dazu fürs Leben. Und wenn uns der Papst in diesem Monat aufrütteln möchte wie noch nie, ich weiß nicht, wie weit es euch aufrütteln lasst, zu sagen, pass auf Mensch, pass auf Christ, du bist seit der Taufe ein Gerufener und ein Gesandter, du bist ein Missionar sozusagen, jeder Christ, jeder Getaufte. Und der Papst sagt noch mehr, du hast nicht nur eine Mission, du bist eine Mission als Christ. Dann passt das heutige Evangelium gut dazu, nochmal, wenn der Herr jetzt uns Jünger zur Wachsamkeit mahnt, weil er ihm sagt, passt auf, hier in dieser Welt, ich bin, als ob ich entzogen werde, lange nicht da, scheint es, aber ich komme ganz sicher, gerade der Herbst, wir gehen ja auf aller Heiligen zu, auf aller Seelen, gerade der Herbst mahnt uns nach der Ernte des Lebens, die wir einfahren dürfen, kommt mit Sicherheit das Sterben, kommt das Ankommen Jesu Christi zu uns. Und da ist es gut, wenn man dann sein Leben so ausgerichtet hat, dass man davon erstens nicht überrascht wird, sondern ja, bei der Arbeit angetroffen wird, bei dem, was uns anvertraut wurde als Christen und was wir von klein auf im besten Fall schon gelernt haben. Nämlich, dass man reich beschenkt sind von Jesus, haben wir heute zweimal gehört. Er selbst wird sich gürten und die Seinen bedienen, wenn er uns wach findet. Und selig sind die, die er dabei beschäftigt findet, dass sie austeilen von seiner Güte, von seiner Liebe. Selig sind sie. Sie tun dasselbe wie Gott selbst. Den anderen Gutes tun, das ist unsere Aufgabe, unser Wachsein. Damit wir es auch wirklich können, hat uns vom Sonntag her schon begleitet, dieses Wort der Witwe. Sie ging ausdauernd, immer wieder zu dem Richter, bis sie ihr Recht bekam. Wir wollen ausdauernd leben, haben wir am Sonntag mitgenommen, ausdauernd in der Ausrichtung auf Gott, im Bitten Gottes, im Vertrauen auf Gott, auch wo das Leben noch schwer ist, nicht aufhören, sich ihm anzuvertrauen. Ich habe gerade eine Jugendstunde vorbereitet, erst wo es um den Glauben geht, wie man den jungen Leuten erklärt, dass sich anvertrauen an Jesus. Wir als Kirche sind nicht nur ein Club, wo man halt selbst wählt, ob man dazugehört oder nicht und mit den Regeln des Clubs, sondern wir sind als Kirche Menschen, die sich Jesus Christus anvertrauen lernen, weil er unser Gott ist, an dem alles hängt, wie es heute schon geheißen hat, alles aus ihm hervorgeht. Also Gebet zu ihm, ausdauernd, regelmäßig heißt das, kann sich jeder prüfen, wie ausdauernd bin ich denn im Gebet, Glaube kommt nur durch die Beziehung, je mehr ich Beziehung habe zum Herrgott, zum auferstandenen Jesus, umso fester ist mein Vertrauen. Und Glaube kommt, dass ich mich mit seinen Worten beschäftige, was er zu uns spricht, wie heute jetzt diese Frohbotschaft. Je mehr ich weiß davon, umso sicherer bin ich. Und da können wir enden, wie es dieser Volksmissionar vorgelebt hat, wie weit er in seinem Jahrhundert durch die Gegend gekommen ist, nur aus dem Grund, weil er überall die frohe Botschaft hinbringen wollte. Lasst euch durch nichts draus bringen, bleibt im Guten, wo ihr Ungerechtigkeit erlebt, und das haben viele Menschen in dieser Zeit dort erlebt, ungerecht, diese Kriegswirren verwickelt wurden, großes Leid auch erfahren. Aber er hat immer nur gesagt, lasst ihr nicht rausbringen, vertraut auf den auferstandenen Jesus. Ja, mehr noch, verzeiht denen, die Unrecht tun, wie Jesus es vom Kreuz getan hat. Mit dieser Kraft ging er durch die Lande, auch durch unser Land. Und viele haben das aufgenommen von ihm und sind auch so geworden.
sind auch Versöhner geworden, sind auch Friedensbringer geworden. Und das brauchen wir auch in unserer Zeit wieder, von seinem Wort her geschult zu wissen, wir sind als Christen die Friedensbringer. Wir sind die, die immer selber lernen, nicht mehr zu streiten miteinander, weil einer den anderen verzeiht und schaut, dass er Sieger bleibt, nämlich gut bleibt. Und wir sind die, die dann auch andere helfen können, dass sie in die Versöhnung kommen, damit Friede ist, im Herzen und auch untereinander. Eine große Sendung, die wir Christen haben. Glücklich, wer sich damit befasst und dann immer mehr lebt. Es ist uns anvertraut, der Herr endet, passt auf, es ist was Großes. Nicht jedes Volk, nicht jede Kultur hat dieses Wissen, das wir haben, geerbt haben, weitergegeben bekommen haben von den Vorgängern. Ihr wisst, wir sind gerade in einer Krisensituation. Gelingt die Weitergabe an die nächsten Generationen? Jetzt wollen sie die Strukturen verändern, ob es dann besser gelingt oder schlechter. Da sind wir gerade am Ausdiskutieren. Also uns ist viel anvertraut. Und der Herr sagt, nicht, dass es einmal heißt, wenn wir dann vor Gott stehen, das tut uns weh wie Schläge. Mal sehen, was hätte man denn alles machen können und haben es nicht gemacht. Wir waren nicht wach, wir waren nicht aufmerksam. Sondern wir wollen uns der Seligkeit freuen, dass wir wissen, was wir zu tun haben und es auch gerne tun, Friede geben, Versöhnung lernen und lehren. Amen. Zu Gott, dem Schützer seines Volkes, wollen wir mit Zuversicht rufen, erhöre uns, o Herr, erhöre uns, o Herr. Führe die Christenheit mit starken Armen durch alle Bedrohungen unserer Zeit. Erhöre uns, o Herr. Schaffe Frieden in einer durch Hass und Terror verunsicherten Welt. Erhöre uns, o Herr. Nimm dich deren an, die vor ungerechter Gewalt bedrängt und unterdrückt werden. Erhöre uns, o Herr. Richte die Kranken auf und schenke ihnen neuen Lebensmut. Erhöre uns, o Herr. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Familie Bum für verstorbene Gatte, Mutter, Oma und Uroma zum Sterbeandenken. Christine Spiegel für verstorbenen Gatten, Vater, Großvater und Uropa. Erhöre uns, o Herr, denn deine Barmherzigkeit ist stärker als alles Böse. Dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht Gottes Zelt auf Erden, verborgen ist er da, in menschlichem Gebärden ist er den Menschen nah. Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer
Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, am Gedenktag des heiligen Johannes von Capestrano bringen wir unsere Gaben dar. Heilige sie und mache sie uns zum Brot des Lebens, das uns von aller Schuld befreit und uns mit himmlischer Kraft erfüllt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Erlösungsleiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken der Liebe. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus. Wir beten im Besonderen für die Amazonien-Synode, für unseren Bischof Manfred und den Zukunftsprozess unserer Diözese und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere Familienangehörigen und Freunde. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit dem heiligen Johannes Capestrano, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten, dass sein Reich in uns und um uns komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus, er trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Lieblosigkeiten und Egoismen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen Frieden und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den Auferstandenen, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die der Herr wach findet, wenn er kommt. In der Heiligen Kommunion dürfen wir erleben, wie Christus mit der ganzen Liebe bei uns ist. Nehmen wir sie mit wachen Herzen auf. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Spüren wir in Stille, wen wir jetzt geistlich und leiblich in uns aufnehmen dürften. Unendlich göttliche Liebe, die alles Gute in uns zum Leben bringt. Der Herr sandte seine Jünger aus und trug ihnen auf, zu verkünden, das Reich Gottes ist nahe.
Wer den Auferstandenen kennt und an ihn glaubt, er ist in der Ewigkeit gegründet. Singen wir noch das Lied auf der Seite 28. Da trauen wir uns dem Schutz der Mutter Gottes und ihrer Fürsprache an. Maria, breite Mantel aus, mag Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns darunter sicher stehen, bis alle Stürme vorübergehen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, schenke uns durch das heilige Sakrament, das wir am Gedenktag des heiligen Johannes Capistrano empfangen haben, neues Leben und neue Glaubensfreude, damit wir nach seinem Vorbild deine frohe Botschaft mutig verkünden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt für euer Kommen, Mitfeiern der Heiligen Messe, Gedenken an eure Verstorbenen, aber auch sich Schwung holen für unsere Sendung, ein Bote des Friedens und damit ein Bote der Freude zu sein für die Unsrigen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Schönen Abend, geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.